Filiale statt Container. Geht es nach der schwedischen Modekette H&M, müssen abgetragene und ausrangierte Klamotten nicht mehr sorgfältig gereinigt und dann in Säcken verpackt zum Altkleidercontainer gebracht werden, sondern können direkt in der Filiale abgegeben werden. Altkleider-Recycling nennen sie ihr Konzept, hinter dem, so heißt es, eine ehrenwerte Idee steckt. Statt Kleidung einfach wegzuwerfen, soll sie weiterverarbeitet werden. Im Idealfall sollen neue T-Shirts, Pullover oder Hosen entstehen, PR inklusive. Das Nachsehen aber haben Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Aktion Hoffnung, die auf Kleiderspenden angewiesen sind. Uns freut es gar nicht, dass H&M jetzt natürlich Kleidung sammelt. Wir sehen das als deutliche Konkurrenz, vor allem auch deswegen, weil H&M ein Stück weit damit wirbt, mit Nachhaltigkeit, mit Ökologie. Und das Konzept von H&M, nämlich möglichst billige Kleidung auf den Markt zu bringen, eigentlich sehr wenig zu tun hat mit einem nachhaltigen Lebensstil oder einem nachhaltigen Wirtschaften. Zumal die Gefahr besteht, so Uhl weiter, dass H&M mit den ausrangierten Klamotten ein Geschäft machen will, sie in Entwicklungsländern für einen Spottpreis verkauft und so ansässige Textilhändler verdrängt. Die Aktion Hoffnung rät daher, genau hinzusehen, ob Kleiderspenden tatsächlich für gute Zwecke oder nur für den Gewinn herhalten müssen.